ZDF heute live, herzlich willkommen. In Moskau ist heute der russische Kreml-Kritiker Alexei Nawalny beerdigt worden. Trotz eines großen Polizeiaufgebots und möglichen hohen Strafen sind tausende Menschen gekommen, um sich von Nawalny zu verabschieden. Der Leichnam wurde heute erst in eine Kirche gebracht und wurde dann später auf einem kleinen Friedhof im Südosten Moskaus beigesetzt. Nawalny galt lange als wohl wichtigster Kritiker des russischen Präsidenten Putin. Er starb nach Behördenangaben am 16. Februar in einem sibirischen Straflager im Alter von 47 Jahren. Die Umstände seines Todes sind unklar. Seine Anhänger werfen Putin vor, dass Nawalny gezielt getötet wurde. Ja, wir schalten gleich zu meinem Kollegen Armin Körper nach Moskau, der das alles für uns verfolgt. Und ich kann gleich auch noch sprechen mit Leonid Volkov, der als Stabschef lange die rechte Hand von Nawalny war und unter anderem auch 2018 seinen Präsidentschaftswahlkampf organisiert hat. Und ihn möchte ich fragen, wie es jetzt für die russische Opposition weitergeht nach dem Tod von Alexei Nawalny. Wenn ihr Fragen oder Gedanken zum Thema habt, dann könnt ihr die wie immer gerne hier direkt im Chat mit uns teilen oder ihr schickt sie uns per Mail an die eingeblendete Mailadresse. Und in Moskau steht jetzt für uns bereits unser Korrespondent Armin Körper. Hallo Armin, grüß dich. Hallo aus Moskau. Armin, in den vergangenen Tagen konnte man ja nur spekulieren, wo und wann Alexei Nawalny beerdigt wird. Viele Beobachter hatten es für möglich gehalten, dass das still und heimlich passiert, damit das möglichst wenig Menschen mitbekommen und sich keine Gruppen von Nawalny-Anhängern zusammenfinden können oder Proteste gegen Putin entstehen. Jetzt ist es ja ganz offensichtlich anders gekommen. Wie ist der Tag heute abgelaufen? Also ich will erst einmal sagen, ich habe das, was ich heute gesehen habe, hätte ich gestern Abend noch nicht für möglich gehalten. Ich habe nicht ausgeschlossen, dass immer noch die Möglichkeit besteht, dass er heimlich, still und leise beigesetzt wird. Heute sind wir zu der Kirche gefahren, heute früh. Da war schon 4 Stunden vor dem Termin, war sehr viel Polizei in der Stadt. Was ich vor der Kirche gesehen habe, das war, ja, ich kann nur sagen, bewegend und überwältigend. Da waren wirklich tausende Menschen vor den Toren der Kirche, die skandiert haben, wir werden nicht vergeben. Die Sicherheitskräfte haben sich das angeschaut. Ich denke, menschlich ist das nachvollziehbar, was da passiert ist. Ich hatte mir vorgestellt, dass die Leute vielleicht kommen und schweigen werden aus Protest. Ich habe nicht gedacht, dass es so viele sein werden. Und ich habe nicht gedacht, dass sie so die Stimme erheben werden. Du sagtest, sie sind gekommen, sie haben die Stimme erhoben. Welches Risiko sind die Menschen damit eingegangen heute? Die sind ein für uns im Westen unvorstellbar hohes Risiko eingegangen. Es wurde seit Tagen Druck ausgeübt. Allein die Menschen, die nach dem Tod Nawalnys Blumen niedergelegt haben, das wurde alles gefilmt. Die wurden zum Teil von Sicherheitskräften oder Geheimdiensten besucht und unter Druck gesetzt. Das ist sehr, sehr mutig, dass die da heute hingegangen sind. Mhm. Das ist ja, man muss dabei immer wissen, diese Nawalny-Organisation gilt in Russland als extremistische Organisation. Das heißt, jede Bekundung der Unterstützung ist ein Vergehen, ist strafbar und darauf stehen horrende Gefängnisstrafen. Du warst jetzt, wie gesagt, heute vor Ort. Du hast die Menge beobachten können. Welche Rufe sind da laut geworden? Was haben die Menschen gefordert? Und kann daraus aus dieser Bewegung, die du, wie du sagst, gestern noch nicht für möglich gehalten hast, möglicherweise sogar mehr Protest erwachsen? Das war ganz, ja, spannend ist das falsche Wort, ergreifend, das zu beobachten. Als der Leichenwagen vor der Kirche vorfuhr, haben die Leute erstmal still applaudiert. Und zwar minutenlang. Dann haben die ersten Nawalny gerufen, dann kam Alexei, dann kam, wir werden nicht vergeben. Später kamen die Antikriegsrufe und die Rufe, Putin ist ein Mörder. Es wurde auch der Slogan skandiert der Opposition. Man muss wissen, in 14 Tagen ist ja hier eine Präsidentschaftswahl. Die Opposition hat dazu aufgerufen, zu wählen, aber alles außer Putin. Und genau dieser Ruf, Russland ohne Putin, der wurde sehr laut vor dem Friedhof. Was das jetzt bedeutet, ist ganz schwer zu sagen. Also dieser Tag hat das Ende des Lebens von Alexei Nawalny markiert und vielleicht auch der Anfang von was Neuem, von einem neuen Protest. Armin, bevor wir gleich nochmal auf die
russische Opposition schauen, wenn man denn davon reden kann, möchte ich gerne noch mal eine Frage aufnehmen, die uns Ursula Bonsiak stellt. Und zwar, gab es denn Verhaftungen nach dem Begräbnis? Hast du da heute was mitbekommen? Also in Moskau gab es nach meinen Informationen zur Stunde keine Festnahmen. Heute Morgen wurde ein Stadtabgeordneter festgenommen, denn der U-Bahn Putin ist ein Mörder rief, der ist aber freigelassen worden wieder. Ich höre aus den Regionen in Russland, dass es bei Kundgebungen insgesamt zu 45 Festnahmen kam. Daniel Schröder fragt uns bei YouTube, ob wir denn je erfahren werden, woran Nawalny gestorben ist. Ich habe es eingangs schon gesagt, die Anhänger von Nawalny werfen Putin vor, dass er gezielt getötet wurde. Wir werden das nicht erfahren. Also der Mutter Ludmila Nawalnaja wurde ja in Sibirien nach Tagen des Wartens der Totenschein übergeben. Da steht wohl drin natürliche Todesursache. Also es wird da keine weitere Aufklärung oder irgendwas geben. Da hat ja zumindest hier im Land die Machthaber haben ja kein Interesse daran. Mhm. Nawalnys Witwe, die ist aktuell logischerweise nicht in Russland. Zuletzt hatte sie Putin im EU-Parlament als blutrünstiges Monster bezeichnet, das ihren Mann getötet habe. Welche Angehörigen und Vertraute Nawalnys waren heute in Moskau vor Ort? Also ich habe den Vater und die Mutter gesehen. Die Ehefrau oder Witwe ist ja mittlerweile, Entschuldigung, Julia Nawalnaja, kann nicht mehr nach Russland einreisen. Die Reden, die sie gehalten hat, würden der Festnahme nach sich ziehen. Auch die Kinder waren meines Wissens nicht hier. Okay. Armin, eine Vermutung war ja, haben wir gerade auch schon kurz gesagt, dass Nawalny anonym und versteckt beerdigt wird, damit sein Grab ja nicht gewissermaßen zu einer Pilgerstätte für seine Anhänger und Oppositionelle werden kann. Jetzt scheint es ja aber so, dass er eben auf einem kleinen Friedhof im Südosten Moskaus beigesetzt wurde. Was bedeutet das? Ja, mir war das ganz schwer oder ist es immer noch schwer zu verstehen, wie man jetzt auf diesen Friedhof gekommen ist. Der ist relativ klein, der ist auch von einer Mauer eingesäumt. Die Behörden können ja nicht vermeiden, dass Leute zum Friedhof gehen. Das Grab ist auch relativ vorne, also das ist sehr einfach zu finden. In den ersten Tagen war die Rede von einem anderen Friedhof, das ist der größte Europas. Da hatte ich mir noch vorgestellt, okay, da findet man so einfach das Grab gar nicht. Aber ob und wie man jetzt versuchen wird zu vermeiden, dass das Grab zur Pilgerstätte wird, das kann ich heute Abend nicht einschätzen. Mit dem Tod von Alexej Nawalny ist der wohl schärfste Kritiker von Putin gestorben. Wie geht es jetzt deiner Einschätzung nach für die Opposition in Russland, wenn man denn von einer wirklichen Opposition sprechen kann, weiter? Was erwartest du da? Also Fakt ist ja, dass alle Oppositionellen Russland entweder verlassen haben oder im Gefängnis sitzen. Also physisch ist hier keine Opposition im Land. Das waren heute Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Das, glaube ich, ist aber keine organisierte Geschichte gewesen. Wie das jetzt weitergeht, ob daraus was Neues entsteht, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass Julia Nawalnaja aus dem Ausland eine Opposition neu formieren kann. Sie hat ja angekündigt, sie möchte das Erbe ihres Mannes antreten. Mir ist das schwer vorstellbar, weil es gab in der Vergangenheit immer wieder Oppositionelle, die ins Ausland geflüchtet sind und von da aus versucht haben, hier was zu organisieren. Das ist aber nie gelungen. Armin Körper live aus Moskau. Vielen Dank für deine Einschätzung heute. Danke dir. Also ein Tag in Moskau, den wohl viele ganz anders erwartet hätten. Bevor ich gleich mit dem Nawalny-Vertrauten Leonid Volkov sprechen kann, hat meine Kollegin Nina Niebergall einmal die wichtigsten Ereignisse von heute für euch zusammengefasst. Nawalny, Nawalny, rufen sie, erweisen Putins größtem Kritiker die letzte Ehre. Es ist mutig, hierher zu kommen. Der Sicherheitsapparat lässt seine Muskeln spielen. Trotzdem sind Tausende zu der kleinen Kirche am Rande Moskaus gekommen. Viele mit einer klaren Botschaft. Putin ist ein Mörder, dröhnt es aus der Menge.
Wir haben keine Angst. Wir wissen, was wir wollen. Wir sind hier, um einen Mann zu ehren, der keine Angst vor irgendetwas hatte. Dieser Mann hat sein Leben gegeben für meine Kinder, für ihre Zukunft. Ich kann nicht ruhig darüber sprechen. Ich weiß nicht einmal, ob der Tod eines nahen Verwandten solche Emotionen in mir auslösen würde. Der Gottesdienst dauert gerade mal 20 Minuten. Vor der Kirche werden Nawalnys Eltern von Anhängern ihres Sohns empfangen. Danke, danke für Ihren Sohn, sagen sie. In Massen pilgern die Menschen weiter zum Friedhof, skandieren Nein zum Krieg. Und Russland wird frei sein. Es sind Bilder, wie man sie lange nicht gesehen hat. Doch Nawalny bringt die Russen auf die Straße, selbst im Tod. Viele Nawalny-Vertraute leben im Exil aus Angst, in Russland verhaftet zu werden. Einer von ihnen ist Leonid Volkov. Er war lange Stabschef und Nawalnys rechte Hand und hat 2018 dessen Präsidentschaftskampagne organisiert. Hallo Herr Volkov, grüße Sie nach Vilnius. Danke für Ihre Zeit. Gerne, guten Abend. Herr Volkov, Sie verfolgen den Tag heute aus dem Exil, übertragen bei YouTube die Geschehnisse live. Wir haben gesehen, Tausende sind gekommen, um Abschied zu nehmen von Alexei Nawalny und um ein Zeichen zu setzen. Das sind die Bilder, die der Kreml eigentlich vermeiden wollte, ganz offensichtlich ohne Erfolg. Ist das aus Ihrer Sicht ein gutes Zeichen? Nee, das ist kein gutes Zeichen. Das wird ja Alexei nicht wieder lebendig machen. Und das war natürlich sehr wichtig, dass trotz Bedrohungen Menschen gekommen sind, das waren Zehntausende von Menschen und die bleiben jetzt auch da. Friedhof sollte um 17 Uhr geschlossen werden, aber doch bleiben Zehntausende von Menschen da, um von Alexei zu verabschieden. Und er würde sich sehr freuen. Er hat es immer sehr lieb, wenn eigentlich Menschen auf die Straßen gingen in russischen Städten und insbesondere in Moskau. Aber er wird ja das nicht mehr sehen können. Das sind natürlich Zahlen, wie viele Menschen da tatsächlich gekommen sind. Die sind schwer zu überprüfen. Von den russischen Behörden wird es dazu wahrscheinlich wenig Angaben geben. Trotzdem einmal die Frage aus Ihrer Sicht, wer sind die Menschen, die da heute gekommen sind und was riskieren die auch damit? So, das war das russische Volk. Die russische Propaganda hat mehrmals gesagt, dass Nawalny nur für junge Menschen interessant sind. Das sind so Nawalny-Schüler, gab so ein Meme. Aber wir haben ja gesehen, Leute von ganz verschiedenen Eltern, von jung bis alt, von verschiedenen sozialen Schichten, die da gekommen sind, um von Alexei zu verabschieden. Und wir haben auch Menschen gesehen, die aus anderen Städten gekommen sind. Aber am wichtigsten ist, dass die mutigsten Menschen waren, die heute in Moskau gekommen sind und auch da auf die Straßen bleiben, weil es gab sehr viele Bedrohungen und die Behörden haben mehrmals gesagt, dass das Ganze als eine Protestankündigung betrachtet werden kann und dass alle verhaftet werden und so weiter. Das hat Gott sei Dank noch nicht passiert. Und eigentlich wurden die Menschen erlaubt, so zum Friedhof zu kommen und so weiter. Aber man soll auch verstehen, dass diese wahrscheinlich 30.000 oder 40.000 Menschen, die heute da waren, das ist nur ein so Gipfel eines Eisbergs. Sie berichten auf dem YouTube-Kanal, ich habe es gerade schon kurz gesagt, von Team Nawalny live. Hunderttausende haben da heute zugeguckt. Wir haben die Abrufzahlen da auch gesehen. Sie sind da auch heute mit mehreren Kameras vor Ort gewesen. Ich habe es eingangs gesagt, das sind ja eigentlich die Bilder, die der Kreml vermeiden wollte. Wie haben Sie das geschafft, trotzdem von dort zu berichten? Weil wir haben ein ganz großes Netzwerk von Unterstützern, von unseren Freiwilligen, Helfer, die eigentlich auch mit uns zusammenarbeiten, trotz enormen Risiken. So, die Team Nawalny, unsere politische Organisation, ist in Russland als eine extremistische Organisation ernannt und Zusammenarbeit mit uns kann einem bis zu 8 oder 12 Jahren hinter den Gittern kosten. Doch war es möglich für uns,
Freiwillige zu finden, die für uns das alles übermitteln könnten, heute während des Tages. Das zeigt eigentlich auch, dass die Unterstützung von was Alexei Nawalny getan hat, viel größer war, als Kremlin behauptet. Zur Todesursache von Herrn Nawalny gibt es ja bisher keine offiziellen Angaben und erst recht keine, die sich unabhängig überprüfen lassen. Was ist Ihre Erklärung, wie Alexei Nawalny zu Tode gekommen ist? Wladimir Putin hat ihn ermordet. Das ist ganz klar. Und das ist nicht wegen 3 Jahren Prügel in dieser Strafkolonie, in 3 verschiedenen Strafkolonien, weil noch am 15. Februar haben wir Alexei Nawalny ganz lachend und lebendig vor Gericht gesehen. So, das war ein Mörder, er wurde umgebracht nach Putins Befehl. Wir werden das Ganze ermitteln und wir werden das Ganze in mehreren Details erzählen. Und unsere Ermittler arbeiten schon, machen schon Recherche darüber. Wir werden das auch beweisen können, wie das wir auch mit dem Novichok-Giftanschlag im Jahre 2020 gemacht haben. Und was sagt der Zeitpunkt seines Todes für Sie aus? Warum ausgerechnet jetzt? So, meine Kollegen haben schon auch ein Video veröffentlicht, in dem sie diesen Zeitpunkt in Zusammenhang mit einem Gefangenenaustausch, einem möglichen Gefangenenaustausch so zusammenhalten. Ich glaube, das kann auch die eigentliche Ursache sein. Wahrscheinlich auch nicht die einzige Ursache. Das kann auch mit den sogenannten Präsidentschaftswahlen in Zusammenhang sein oder auch, wie ich das vor 2 Wochen in München gehört habe, auch in Zusammenhang mit der Münchner Sicherheitskonferenz, weil Alexei wurde am ersten Tage dieses Sicherheitskonferenz umgebracht und Putin war da so ein Star dieses Konferenzes, so in 2007 und dann auch später und dann natürlich nach dem Anfang des Ukraine-Krieges wurde er nie mehr eingeladen und so sollte er irgendwie so rachen auf diese Weise. Aber das ist alles nicht so wichtig. Ich glaube, das können die Erklärungen sein, aber nicht die eigentliche Ursache. Eigentlich ist, dass Putin immer hat Alexei gehasst, weil Alexei so offen und stark und stolz war. Und Putin konnte das einfach nicht mehr leiden. Dass nach 3 Jahren von Verprügelung in dieser Strafkolonie Alexei doch immer aufrecht stand und nicht gebrochen war. Und sagte, was er immer sagte, so gegen Putin, gegen den Krieg und so weiter. Das war für Putin viel zu viel. Und wir können dann nach kleineren Erklärungen suchen, aber dabei vergessen wir über den großen Bild. Es gab 2 Politiker in diesem Land und einer hat den anderen umgebracht. Herr Wolkow, jetzt wollen wir einmal noch den Blick nach vorne richten, und zwar die Frage gerne an Sie: Wie geht es jetzt für die russische Opposition nach dem Tod von Alexei Nawalny weiter? Ja, es geht uns schlecht. Alexei war ein Führer der Opposition. Er war ein sehr fähiger Politiker, der sehr viele Ideen erzeugte und auch diese politischen Ideen gerne teilte. Und das war eine sehr wichtige Quelle von Optimismus und von Stärke. Und jetzt gibt's diese Quelle nicht mehr. Und das ist sehr schlecht. Er war ein guter Freund, ein Kollege, ein mutiger Mann. Und das alles haben wir jetzt nicht mehr. So ein großes Loch, anstatt
eines Teiles unseres Herzens. Wir haben aber seine politische Ideen mit uns, die Idee, dass Russland doch ein ganz normales europäisches Land sein kann. Und das ist jetzt unsere so Aufgabe, weiter zu arbeiten. Und das werden wir auch machen, um diese Idee so vorzubringen. Und seine Frau, seine Witwe, das kann ich kaum sagen, Julia hat schon gesagt, sie wird die Arbeit von Alexei fortsetzen. Und Alexei hat eine große politische Organisation aufgebaut mit Hunderttausenden von Unterstützern und 140 Mitarbeitern. Diese Organisation bleibt und wird auch die Arbeit fortsetzen. Wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie sagen, Sie werden Ihre Arbeit fortsetzen? Natürlich werden Sie uns da jetzt nicht bis ins Detail dran teilhaben, aber ganz konkret das Team Nawalny, was wollen Sie, was können Sie auch aus dem Exil, wie in Ihrem Fall, jetzt noch bewirken? So, wir haben ja schon ziemlich erfolgreich mehrere Jahre aus dem Exil gearbeitet. Wir erreichen mit unseren Medien, mit unseren YouTube und Telegram und WhatsApp-Kanälen so circa 18 Millionen Zuschauer und Leser in Russland monatlich. Und das ist eine sehr wichtige Möglichkeit, so die öffentliche Meinung zu beeinflussen in Russland. Und das werden wir natürlich fortsetzen. Wir haben mehrere neue Projekte in unserem Portfolio. Alexei hat eigentlich uns sehr viele Ideen gegeben. Für manche dieser Ideen haben wir nie genug Zeit und Ressourcen ge gehabt. Und jetzt werden wir versuchen, auch diese Projekte zu verwirklichen. Ich kann wirklich nicht in Detail gehen hier, aber wir haben schon ein ziemlich volles Portfolio von Projekten für 2024 und weiter. Also ich höre daraus, Sie geben nicht auf, auch nicht nach dem Tod von Alexei Nawalny. Naja, aufgeben, das wäre doch ein großes Geschenk an Herrn Putin zu geben, und das sollen wir vermeiden. Sagt Leonid Volkov, enger Vertrauter und der ehemalige Stabschef von Alexei Nawalny, der heute beerdigt wurde. Danke Ihnen für Ihre Zeit und für das Gespräch. Dankeschön. Und dieses Gespräch haben wir aus Termingründen kurz vor dem Stream aufgezeichnet. Und ich würde jetzt gerne noch einmal kurz einen Blick in die Kommentare werfen. Da schreibt ihr unter anderem: Wir bewundern Ihren Mut. Sie halten die Hoffnung auf ein freies und demokratisches Russland am Leben. Ein anderer Kommentar lautet: Nawalny wird ein Held bleiben. Und es schreibt uns auch noch jemand: Respekt an die Russen, die heute auf die Straße gegangen sind. Ja, soweit unser ZDF heute live zur Beerdigung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny. Aktuelle Infos findet ihr wie immer in unserer ZDF heute App. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.